Morgen. Morgen am 7. Die Schweiz geht arbeiten. Und was für mich geht, finde ich jetzt gerade raus. Also, ein Foto. Stadt Zürich, das ist schon mal klar, weil es geht mit dem 32er Bus. Den nehme ich auch immer, der geht durch die Langstrasse. Das ist so das Ausgangs- und Rotlichtviertel der Stadt. Es ist alles ein bisschen. Es könnte sein, dass da irgendjemand wohnt, der sich prostituieren muss. Weil das passt einfach total in den Teil dieser Stadt. Es sieht ein bisschen verlebt aus, würde ich sagen. Also, machen wir uns auf die Suche. Werchtigsmorgen. Alle noch ein bisschen verschlafen und muffelig im 32er-Bus. Von Partystimmung ist an der Langstrasse gerade gar nichts zu spüren. Wenn ich jetzt wirklich in irgendein so ein schummriges Lokal müsste, dann müsste ich wahrscheinlich nicht schon morgen um 7 Uhr dort sein, oder? Oder tun die um die Zeit noch putzen? Ja. Scheibe, was ist das? Da hinten. Okay. Was es auch immer für ein Etablissement ist, es gibt jeden Tag frische Lindtücher. Oder weißt du, für Wäsche? Das sind Tischtücher von einem Restaurant, Mona. Nichts Anrüchiges. Da, oder? Das hier ist die Türe. Das freut mich. Cornelia, freut mich. Hey, ich habe gedacht, ich lande irgendwie in einem Erotik-Etablissement. Aber ihr seht jetzt nicht ganz so aus. Nein. Wo könnte man denn sein? Ja, was kommt man bei euch für eine Behandlung über? Gibt's... Ach du Scheibenkleister. Nein, das ist ein Boro. Ja. Okay? Ja. Sind ihr Zahnärzte? Genau. Innen. Du wirst jetzt heute zur Dentalassistentin ausbilden. Oh, ja. Okay. Dann tun wir uns in dem Fall dann gerade mal umziehen. Und, ja. Sehr gut, also. Soll ich nachher diesen Leuten im Mund umnadern? Also, du darfst assistieren. Aha. Genau. Ja, ja, aber du bist live dabei. Du bist die, die Zug in der Hand. Ja, genau. Ja, du siehst es richtig. Ja, ja. Maul auf, bitte. 3 Tage Löcher flicken, Speichel absaugen und Wurzeln behandeln. Das ist Mona mittendrin beim Zahnarzt an der Langstrasse. Uff, wildfremde Menschen ins Maul hineinschauen. Für Berührungsängste bleibt keine Zeit, weil es geht gerade los. Jetzt sie mal aufmachen und fragen, du noch mal den Speichel absaugen. Da. Genau, dort werden wir schaffen. Ja. Das, genau. Weh, das hat sie nicht so gern wahrscheinlich. Ja. Versuch mehr auf der Zähne zu bleiben. Ja. Ah. Und jetzt kannst du die linke Hand anheben. Es kann immer wieder sein, dass ich dir etwas gebe. Ja. Und dann schnappst du das und hast es einfach mal dafür. Oh, darfst du es nicht anlegen? Es müssen ein paar alte Füllungen ersetzt werden. Ja. Mögen Sie noch, Frau Eigenmann? Hilflos auf dem Zahnarztstuhl. Wir kennen es alle. Ich meine, weißt, niemand kommt gern zu dir. Ist es nicht völlig frustrierend, das Job? Kommen Sie nicht gern zu mir, Frau Eigenmann? Entschuldigung. Kannst du mal härten? Nein. Ich kann nicht sagen, das ist ganz gemein. Genau. In dem Moment jemand etwas fragen. Ja. Ist gut? Gut. Ja, ich denke, die Polizisten oder Zahnarzt schauen, machen Part. Ja. Machen alle ein bisschen so. Ja. Ja, es ist schon ein bisschen seltsam. Ja. Ja. Ich brauche deine Sauge. Jawohl. Nein, man kann wirklich nicht sagen, dass die Leute gerne kommen, aber sie sind schlussendlich ja
Dann gleich dankbar, wenn sie es überlebt haben. Wenn sie es überlebt haben. Der Christoph Asper hat seinen eigenen Humor. Ja. Und seine Praxis an einem besonderen Ort. Noch mit der Suche gekommen. Da hinten hat sich. Als er anfangs der 90er Jahre hier an der Langstrasse seine Praxis aufgetan hat, war nicht weit weg die offene Drogenszene am Platzspitz. Also wir haben ja hier den halben Platzspitz saniert. Und so eine richtige Müllhalde sanieren ist auch noch befriedigend. Also, weißt, Eiterzähne rausnehmen oder... Also das sind Leute, Süchtige vom Platzspitz, die wirklich nie beim Zahnarzt waren. Ja, oder einfach, ja, wirklich wie ein abbrennendes Dorf. Einfach zum Teil nur noch Wurzelreste drin. Die haben ja dann zum Teil auch gar keine Zahnschmerzen gehabt, weil sie so unter Drogen waren. Und wenn es dann einfach doch mal so ein Abszess gab, dann mussten sie kommen, oder? Ja. Gut. Ist okay. Wenn es irgendwo knackst, dann meldet sie sich. Sofort wieder, wenn ich zusammenbricht. Guten Morgen. Schönen Tag. Jeder Mensch ist anders, jeder Zahn ist anders. Es ist nicht einfach grusig. Ja. Und du, das passt. Es ist schon auch grusig. Nein. Oder nicht? Also, nein. Weißt du, das ist so etwas Intimes, oder? Ja. Also, weißt du, ins Maul hineinschauen. Mega. Es gibt nicht so viele Körperöffnungen, wo man sonst hineinschauen kann. Nein. Ja, nein, oder? Es ist wirklich hoch emotional besetzt. Ja. Das hat man uns schon in der Ausbildung gesagt. Meine, was am Anfang des Lebens du alles über das Maul ergründen. Ja. Der Christoph verschwindet, Cornelia übernimmt. Nach jedem Patient muss alles gründlich desinfiziert werden. Aber dann ist eigentlich dann, der grösste Teil deiner Arbeit ist eigentlich Putzen. Ja, das ist wirklich. Also wenn man es so mit der Sauberkeit nicht allzu genau nimmt, ist man da fehl am Platz. Ja, okay. Ja, wirklich, definitiv. Das wäre schon der erste Grund, wieso ihr mich nicht anstellen würdet. Genau, und dann wichtig ist auch hier der Stuhl. Unser Maul ist eine richtige Keimschleudere. Das Infektionsrisiko ist gross. Darum ist Hygiene das A und O. Und jetzt gehe ich das zweite Mal durch. Jetzt machst du es noch mal? Genau. Genau. Okay. Ja. Einmal ist nicht gut genug. Nein. Der nächste Patient wartet schon. Jetzt assistiere ich der Zahnärztin Daniela Brünker. Grüezi wohl, Herr Fritschi. Grüezi, Frau Brünker. Herr Fritschi ist nach wie vielen Jahren? Nach 20. 20 Jahre nicht beim Zahnarzt sein. Nein. Gell, jetzt ich darf das Foto zeigen. Ui. Ui. Oh. Okay, also. Ich glaube, ich habe den letzten Zeitpunkt noch erreicht, wo wir ins Gebiss beten. Ja. Ja. Und so haben wir dann den Sommer verbracht, Frau Brünker und ich. Ja. Und jetzt sieht es so aus und wir sind beide ziemlich happy. Ja, wirklich happy. Aber wieso sind Sie denn 20 Jahre nicht mehr zum Zahnarzt? Also, es ist lustig, es ist nicht einfach nur so passiert. Ich habe eine schwierige Vergangenheit gehabt. Ja. Also auch überhaupt im Leben noch ein bisschen andere Probleme. Ich bin mal ein bisschen bergab gegangen und habe mich auffangen, gerade so die letzten 2-3 Jahre. Ja. Die Cornelia hat wieder ein wachsames Auge auf die Dentalassistentin Fitsch. Sind Sie bequem? Also jetzt kommt der Spanngummi ins Maul, den haben wir auch schon gehabt. Bis der mal drin ist, ist das ein bisschen eine blöde Sache. Und das tut so ein packen und die Lippen abheben, das kann ich, dann kann ich schön arbeiten. Aha. Auch beim Herrn Fritschi gibt es eine Fühlung. Es sind so immer die gleichen Abläufe. Wenn du das 100 Mal gemacht hast, dann geht das im Schlaf. Aber wird das nicht langweilig irgendwann? Für dich. Nein, überhaupt nicht. Ich bin froh, wenn mal etwas langweilig ist. Und es nicht überall eine Überraschung gibt. Ja. Sehr gut. Das ist ein bisschen ungelenkt, merke ich. Ja. So, ich tue sie mal befreien. Herr Fritschi, die dürfen mal spielen. Achtung. So. Können Sie gerade mal erzählen, wie das. Yes. Achtung, gut.
Eben, Sie haben gesagt, ich war so in den letzten 20 Jahren nie beim Zahnarzt gewesen und vielleicht auch sonst die Zähne nicht so Sorge. Haben Sie da irgendetwas jetzt geändert, wie Sie ja, finden? Logisch. Ja, sowieso. Jetzt habe ich meine Routine, jetzt werde ich aufgefordert und so. Ja. Ich habe immer noch alle meine Zähne, also von dem her. Ja. Und dank Ihnen, Frau Röntgen. Ja, gerne. Sehr gerne. Und auch rein. Ja. Ja, nein, es ist wirklich wahr. Also, ich fühle mich da recht aufgehoben. Ja. Sich aufgehoben fühlen beim Zahnarzt, das hätte ich nicht erwartet. Ich merke, da steht eigentlich nicht der Zahn im Mittelpunkt, sondern der Mensch. Nach am Puls vom Leben sein, das gefällt dem Christoph Asper. Und darum hat er seine Praxis im Kreis 5. Das ist auch noch eine spezielle Klientel, die du hier hast, oder? Das ist auf jeden Fall. Aber eben, wenn du weißt, mir liegt das, andere liegen mir vielleicht nicht. Ja, also welche Kundschaft würde es dir weniger liegen? Bahnhofsträßler und so. Ja, aber dort könntest du Geld verdienen. Ja, klar, aber dort stehen sich die anderen ja eh schon auf die Füße. Ja, Zahnärzte. Und das hat mir der damalige Kantonsrat gesagt. Also, wenn eine Praxis in der Stadt Zürich auftut, dann im Kreis von euch. Weil dort niemand ran will. Genau. Ah, wirklich, ja. Genau. Aber weißt du, was kommst du jetzt da auch ein bisschen mit über, weißt, von unserer Gesellschaft, wenn du die verschiedenen Zähne anschaust? Kannst du zum Beispiel an den Zähnen ansehen, was der für Drogen nimmt? Das siehst du. Zum Beispiel? Also, von wegen Drogen. Das Schlimmste ist heutzutage das Red Bull. Ah, wirklich? Also, ja. Energy Drinks. Entschuldigung, Red Bull. Ja. Die meisten sagen sich Red Bull. 6-8 Büchsen, das sieht aus wie bei einem Junkie. Völlig verätzt, völlig stummelig. Also, das löst buchstäblich Zahlsubstanz auf. Okay. Ansonsten ist es. Klar, Heroin, Kokain, Cannabis, das trocknet Mundhöhle aus. Aber das alles das wäre zu bewältigen, wenn man den Lebensstil könnte aufrechterhalten könnte. Ah, ja. Mit normaler Ernährung, normaler Mundhygiene. Ja, das ist das Problem. Das geht dann wie alles zusammen. Ja. Ja. Die meisten Patienten in der Praxis Asper sind Leute wie du und ich. Aber Christoph hat den Ruf, auch ein Herz für die zu haben, die nicht auf der Sonnenseite stehen. Kannst du etwas empfehlen? Zweimal Tagesmenü Fegi gerne. Können die überhaupt alle zahlen? Deine Patientinnen zahlen. Und Patienten, ja? Nicht ganz alle, ich könnte zahlen, ja. Aber du behandelst auch Leute, die du weißt, die können es eigentlich nicht zahlen. Ja, bis zu einem gewissen Maß, ja. Natürlich nicht eine komplette Sanierung, aber ja. Weißt, ich habe mein Haus abzahlt, praktisch, ich habe meine Praxis abzahlt. Ich muss eigentlich nicht mehr Geld verdienen. Das ist ein Privileg, das ich habe, ja. Merci vielmals. Ja, also das, ja. Du, das. Eben, das kann ich mir heutzutage leisten und das leiste ich mir gern. Und, es kann ja nicht immer nur ums Geld gehen. Er will an den Zähnen nur das machen, was wirklich nötig ist, sagt Christoph. Keine Luxusbehandlungen. Es hat 3 Stühle in der Praxis. 2 für Zahnärzte und 1 für die Dentalhygienikerin. Und dann erwartet mich eine unwillkommene Überraschung. Der letzte Termin des Tages ist nämlich für mich reserviert. Gut, dann darfst du es rausspreizen, Mona. Gut. Und? Ist gut? Ganz fein. Wirklich? Weil so ein Geschmack nach Mailänderli-Teig. Oder haben ja, es ein spezielles gibt, bekommen? Ja, viele sagen Champignon. Mhm. Champignon, alte Socken. Also, okay. Ich hole mal Daniela. Ja, das ist gut. So, Mona, wie fühlst du dich? Schlecht. Schlecht? Ja. Was hast du gefühlt, was ich jetzt gerade finde, sag? Also, wahrscheinlich wirst du sagen, sie sollten ihre Zähne gründlich putzen hinein. Ja. Ich habe noch so eine alte Füllung, die ich schon lange sollte und immer wieder verschoben habe. Immer einen Termin kann wieder abgesagt. Wieso? Weil ich keine Zeit habe, das ist jetzt kein Witz. Okay, alles klar. Gut. Dann gixeln wir mal rein. Es geht etwas hinten runter. Ja. Tut dir irgendetwas weh an den Zahn? Nein. Das nicht. Sehr gut. Wichtig ist ja, dass man immer das Zahnfleisch ein bisschen anschaut, nicht nur immer gerade auf die Zähne geht. Darum gehe ich einmal da am Zahnfleisch entlang schauen. Mhm. Das ist ein bisschen Knirsch in der Nacht. Immer? Ja. Das ist zu viel Stress. Eben da. Ja, wir sind alles. Ja, jetzt hast du noch Salz am Gaumen.
Da ist auch schon etwas rausgebrochen. Mhm. Ein bisschen Rissli. Das ist sicher nicht schlecht, wenn du das mal machst. Du hast keinen Zahnstein, das ist ja Wahnsinn. Sehr gut. Jetzt habe ich eine Frage. Deine Zahnstellung ist ja ziemlich originell. Originell. Ja, aber eben, gell, also mit so einer Zahnstellung, wenn ich ein Kind wäre heute, würdest du es sicher korrigieren, oder? Ganz, ganz, ja. Ja, mhm. Wahrscheinlich schon. Ja, sicher. Ja, gell. Doch, wir haben einmal darauf angesprochen. Ja, also, ich meine, das ist schon ein Thema. Ja. Also, ich glaube, also, als Kind hörst du natürlich dann so die coolen, ja, Sprüche, wie irgendwie kannst du die Zähne wieder einziehen, es gibt kein Nüsschen. Aha. Mega lustig. Ja, Kinder sind. Und du, der so in der Öffentlichkeit bist, hörst du da viel? Oder was? Hey, nein. Also, oder hörst du da gar nicht an? Also, ehrlich gesagt, ich meine. Ich glaube, die netten Leute sprechen mich auf meine Augen an, die es gut mit, ja, mir meinen, und die anderen eher auf meine Zähne. Ja. Würde ich jetzt mal so sagen. Aber eben dort ist also die Frage. Weißt? Ich meine, du kannst auch mit solchen Zähnen kannst irgendwie alt werden und glücklich. Auf jeden Fall. Und es spielt eigentlich keine Rolle. Also, weißt, meine Frage ist auch immer, weißt, heutzutage müssen einfach alle auch gleich aussehen. Mm. Hast du dir mal überlegt, jetzt im Nachhinein etwas zu machen? Könnte man das noch? Müsstest du abklären. Wahrscheinlich müsstest du. Das ist wahrscheinlich mit 10 Ziehen verbunden. Aber ja, nein, aber eben. Es ist alles möglich. Ja. Heute in dieser Welt ist wirklich alles. Du könntest alles machen. Ja. Ja. Hey, nein, ich finde, wieso? Es gehört zu mir. Ja. Ja. Also ich würde dir auch empfehlen, mach ja nichts. Bleib, ja, so wirklich, wie du bist. Und tu die Amalgamfüllung ausrechnen. Ja, wenigstens das. Ja, genau. Ja. Genau. Dann lasse ich dich doch springen. Ja, ja, also. Auch Abend, oder? Ja, ja. Okay. Heute ist mir noch mal so richtig, ja, bewusst worden, dass Zähne und unser Lächeln auch eine Art Visitenkarte sind. Und der erste Eindruck wird prägt von Schönheitsnormen. Morgenstund hat Gold im Mund. Das Sprichwort stimmt definitiv nicht, wenn man die ganze Nacht Zahnweh hat. Morgen, haben Sie ein Notfall ist am Telefon. Wie lange haben Sie, bis Sie da sind? Nein, weil jetzt haben wir eben gerade wahrscheinlich einen Ausfall. Sie sagen, in 20 Minuten können Sie dann gleich da sein. Also, dann kommen Sie. Ha? Ist gut. Ja. Kurz darauf sitzt der Notfallpatient schon auf dem Stuhl. Was haben Sie für Schmerzen? Pulsierend. Es kommt und geht. Eventuell machen wir auch. Zahnärztin Elisabetta Mangione, die gestern frei hatte, übernimmt den Fall. Spitze aussieht. Ja, okay. Pulsierende Schmerzen heissen eben, dass es irgendwie innen durch eine Entzündung gibt, ja, und der Zahn am Absterben ist. Oh. Das tönt schmerzhaft. Ist es auch. Ja. Und darum hat er auch nicht so gut geschlafen. Ja. Das sagen Sie mir, sobald Sie die Kälte spüren. Ja. Das Letzte. Ja. Welches ist am schlimmsten gewesen jetzt? Der zweite. Mhm. Machen wir ein Röntgenbild jetzt. Mal schauen, wie es aussieht. Hm? Hast du schon offen? Ja. Gut. Also, von den Schmerzen her heisst, dass der Zahn am Absterben ist. Okay, sollten wir eine Wurzelkanalbehandlung durchführen. Das heisst, ich sollte hier ein kleines Löchchen machen bis zum Nerv, alles unter Betäubung, das werden Sie nicht merken, und den Nerv entfernen. Das geht um 3 Sitzungen. Ja. Es kommt immer darauf an, wir haben schon noch eine andere Lösung, die ich Ihnen aber nicht empfehle. Mhm. Also Zahn ziehen. Mhm. Ja, klar. Schnell, günstiger. Ja. Aber wenn Sie retten wollen, dann machen wir das. Ja, ja. Ja. Behalten wir es? Ja, ja. Machen wir das. Ja. Okay. Schwierige Entscheidung. Weniger Weihnachtsgeschenke. Ja, Steuer in dem Fall. Ja, ich weiß es nicht. 2? 3? Nein, nein, nein. 1,5? Ja, etwa. Ah, das ist
Das geht auch noch. Der Zahnziehen hat etwa 200 Franken gekostet. Ein vollständiges und schönes Gebiss ist auch immer eine Frage des Portemonnaie. Nicht alle können es sich leisten. Sie sagen, wenn etwas nicht gut ist, gell? Es ist vor allem die ältere Generation, die als Kind schlechte Erlebnisse hatte beim Zahnarzt, stelle ich fest. Im Schulzahnarzt hat man früher noch Rossmetzger gesagt, hat mir eine Frau erzählt. Ich kann es mal reinsaugen. Aber du hast nie schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe gar keine schlechten Erinnerungen. Ich habe weder ein Loch noch eine Spange gehabt. Ja, also du hast nie etwas gehabt? Nein. Du bist eigentlich der Horror für jede Zahnärztin. Ja. An dir kann man kein Geld verdienen. Nein, das ist so. Aber das sehen wir immer mehr. Also die Jungen, die heute kommen, die haben nichts mehr. Aha. Da hat man also die Prävention und da hat die Schweiz super gemacht. Sehr, sehr viel investiert und das hat auch funktioniert. Also mit der Schulzahnklinik, da haben sie sehr, sehr viel gemacht. Da hast du wieder den Sauger nehmen. Ja, sicher. Einfach hinrühren. Gut, jetzt putzen wir wieder. Genau. Ja. Ah, schau, da ist Nora. Mona. Und Christoph, seine Tochter. Ah, okay. Sie ist am Zahnmedizin studieren. Oh, genau. Also, du willst nachher hier die Praxis übernehmen? Das wäre natürlich schon sehr schön, ja. Aber weißt du, ist das, weil dein Vater einfach gefunden hat, du musst jetzt auch Zahnärztin werden? Oder? Ich mache es, obschon mein Vater auch Zahnarzt ist. Also, es war wirklich jahrelang nein. Ja, nicht. Ach, wirklich? Wieso auf keinen Fall Zahnärztin? Was hat er denn so Schlimmes? Was hast du miterlebt, dass du gefunden hast? Hey, no way. Ich glaube, es ist sicher, weil einfach so nicht das, was die Eltern machen, vielleicht. Ja. Habe ich das Gefühl. Aber nicht. Ich habe keine schlechte Erfahrung oder so gemacht. Gar nicht. Ja. Ich habe es, glaube ich, ein bisschen grusig gefunden, vielleicht. Ja. So als kleines Mädchen. Aber irgendwie hat sich das dann geändert, als ich älter geworden bin. Ja. Dann bin ich mal reinschauen und es hat mir mega, mega gefallen. Soll ich euch gerade helfen? Ja, das wäre super. Super. Ja. Mona, hast du schon im Griff, he? Super. Die liebe Handlung hat dir bis jetzt am besten gefallen. Also, oder am, ja. Sie hat noch kein Blut gesehen. Ich habe noch kein Blut gesehen. Ich bin froh. Ich habe wirklich kein Blut gesehen. Mir wird sofort schlecht. Also, und auch keine Spritze. Spritze wird mir leider auch sofort schlecht. Im Wartezimmer der Praxis entdecke ich die außergewöhnliche Sammelleidenschaft vom Chef Tierschädel. Der Christoph Asper interessiert sich für alle Arten von Gebiss. Als Vertrauenszahnarzt macht er Zweitgutachten, wo er zum Beispiel kontrolliert, welche Behandlungen das Sozialamt übernehmen soll. Es ist jetzt zum Beispiel ein Kind, wo sehr verwahrt ist, ein 8-jähriges Mädchen. Ui. Das sind die Schaufeln. Und das sind auch die Schaufeln. Und die sollten eigentlich da vorne dran sein. Ja. Und dann hat es hier einen völlig vergammelten Milchfrontzahn. Selten eigentlich. Meistens werden die rausgegeben. Das ist auch wieder ein bleibender Zahn. Das ist auch wieder. Ich würde das Kind zu einer Spezialistin schicken für Kinderzahnmedizin. Und bei diesem Fall natürlich muss der Hinweis an die Behörden, dass man da grundsätzlich genauer hinschauen muss, was los ist. Also wenn eine Mutter das nicht stört, dann ist das Kind auch an anderen Orten ganz sicher verwahrlost. Sagen wir jetzt, ein anständiges, gesundes Gebiss haben, ist das am Schluss wie auch ein Menschenrecht hier in der Schweiz? Ja. Du hast das Recht, wenn du Sozialhilfe beziehst, dass man da von da vom Vierer zum genannten Vierer, also hinter den Eckzähnen, dass du 10 hast. Du hast das Anrecht, dass du 20 hast und miteinander können kommen. Ja, das ist ein Recht. Ja. Weißt du, die Zukunft von eurem Beruf immer mehr wird sein, dass man eigentlich ästhetische Sachen macht. Eben einfach, dass Formen alles perfekt aussieht, alle auf der gleichen Höhe und so. Und weniger eigentlich eben, dass man solche Sachen muss flicken muss. Ist das so? Ja, so Ausreißer wird es sicher immer geben. Und das ist so. Ja. Die Generation von unseren Kindern, wenn sie dann ihre Spangen hatten, sind die Zähne ärztlich stinklangweilig. Oh, zum Glück gibt es noch die älteren Semester. Alright. So, today, heute, das hier geht an uns. Mm-hmm. Zu uns. Okay. Gut? Na, Miriam. Hm?
ein Liter Gold haben wir. Gold? Wollen Sie Gold? Ja, hol, hol. Ja. Das ist teuer. So schnell geht das nicht. Nicht so. Was er will Goldklammern. Ah, nur Klammern? Ah, ich habe ja. Ja. Ja, 200. Sie haben Zeugen. Okay. Ade. Ade. Ich meine, der will Goldkronen. Jetzt kommt er am Schluss und sagt, er hätte gerne Goldklammern. Wie viel das kostet? Ja. Und ich sage 200 Franken. Aha, er will richtig glänzige, wo man richtig sieht. Ihm geht es nicht darum, ob das Metallgold oder so. Genau, er will, das sind zwei Drähte, die so in den Eck zeigst, oder? Mhm. Vielleicht könnte man es ein bisschen breiter machen, dass er es mehr... Ja, so bling-bling, also so er will, genau, genau. Das habe ich jetzt noch nie gehabt, dass jemand Gold klammern hat wollen. Und sonst, ja. Weißt du, also es gibt ja dann noch andere... Ich zeige dir gerade etwas. Ja, ich kann es... Heutzutage sehe ich fast alles möglich, hat Daniela ja gesagt. Jetzt sehe ich, was sie damit meint. Also zum Beispiel, das ist jetzt ein typisches Bild der Ronaldo. Der hat mal so ausgesehen und sieht heute so aus. Aber ich meine, da fehlt jetzt wirklich die kleine Schaufel. Das würde ich auf jeden Fall auch korrigieren. Ja, aber würdest du sagen, das ist gut gelungen? Ich finde das mega schön. Ja. Vielleicht ein bisschen weiss, aber finde ich, passt vollkommen. Ja. Was ein ganz schlimmes Beispiel ist, das ist sehr typisch. Sie ist 19, hat sich das im Ausland abschleifen lassen. Wirklich komplett gesunde Zähne, damit sie nachher so ein Lächeln hat für ein paar Jahre. Und dann was? Dann machst du also quasi auf die Stümpfe deiner Zähne machst du echt künstliche drauf? Genau, du machst Keramikzähne drauf, ja. Wo eben die Farbe natürlich nicht wechselt. Da kann man wirklich komplett weiss gehen. Also, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, «Schau, die sehen alle so aus, ich will das auch», was sagst du? Niemals, mache ich nicht. Okay. Nein, das ist jetzt wirklich etwas, was ich würde ablehnen. Ja. Man kann heutzutage mit dem Kunststoff, wenn mal ein Zahn nicht ganz gerade ist, nicht zum Nachbarzahn passt, natürlich, oder Umfeldzahn, wo dunkel verfärbt sind, dann ist das für mich ein Argument, dass man dort ein Vinier drauf tut. Aber da komplett die Zähne abzuschleifen, niemals. Ja. Und eben Vinier, das ist ja wie das andere. Also das ist schon nicht so krass oder mit ganz vielen. Nein, eben. Also das eigentliche Vinier ist eine Keramikschale, die wirklich hauchdünn ist. Das ist viel weniger invasiv. Dann nimmst du ein bisschen vom Schmelz weg und dann klebst du die Schale drauf. Aber das ist schon Teil von deiner Zukunft, oder? Ich denke schon, ja. Also es geht mehr. Eben die Jungen, das habe ich da auch schon gesagt, haben viel weniger Löcher, viel weniger Karies, mehr Kieferorthopädie und auch das Ästhetische. Ich denke, ja, das ist komplett Zukunft. Also die Zukunft ist eben dann die Sachen, die dann schief gegangen sind, wieder flicken, wieder zu reparieren. Und das ist eben das Seich, weil dann ist es eine grosse Sache und ein riesen Seich. Die einen wollen den perfekten Hollywood-Smile in super Weise. Bei anderen geht es schlicht darum, dass sie überhaupt noch 20 Zähne zum Beissen haben. Als Zahnärztin kommst du einen tiefen Einblick über in die verschiedensten Milieus und sozialen Schichten. Mein letzter Tag in der Zahnarztpraxis. Durchschnittlich geben wir hier in der Schweiz etwa 500 Franken pro Jahr aus für unsere Zähne. Zahnärztinnen und Zahnärzte im Angestelltenverhältnis kommen etwa auf ein Einkommen von 110'000 Franken im Schnitt. Wer schaut eigentlich dem Chef ins Maul? Wer macht deine Zähne, Christoph? Ich gehe nicht gerne zum Zahnarzt. Ach, wirklich? Ich bin ein relativ normaler Mensch eigentlich. Ja. Ich habe auch da eine Oberfläche, die nicht so glatt ist, aber ich gehe nicht zum Zahnarzt. Super Vorbild, ja. Ja, toll. Wie lange willst du noch Zahnarzt sein? Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, mir macht es richtig Spass. Ich werde vielleicht körperlich bin ich nicht mehr so fit oder du siehst nicht mehr so wahnsinnig gut. Aber die Erfahrung, die du hast, also nein, musst du keine Lupe brüllen. Lupe brüllen. Ich sehe schon, was ich mache. Ich sehe es. Ich kann es auch beurteilen. Aber die Erfahrung, die du machst, ist Gold wert. Oder? Und das ist das, was ich so schön finde, dass ich junge Zahnärztin habe und jetzt eine Tochter noch habe, die Zahnmedizin studiert. Es kommt bei mir langsam das Bedürfnis, das weiterzugeben. Ja.
Der Christoph ist jetzt 62. Ein paar Jahre also noch, bis dann seine Tochter Nora vielleicht übernimmt. Aber eben das, du bist eine Zahnärztin von der Zukunft. Das ist also hoffentlich. Ja, ja. Ich meine, so 100% oder wahrscheinlich mehr, oder? Also 120%, ja. 150% arbeiten. Also sie sagen, die ganze Zeit arbeiten nicht so viel. Mittlerweile macht er so. Ja. Aber es war am Anfang an auch noch nicht so. Ja, ja, aber das ist natürlich, wenn du das Geschäft aufbaust. Dann gibst du einfach auch Gas. Das macht auch jeder Beizer. Das gehört schon dazu. Ja. Ja. Was verdienst denn du im Monat oder im Jahr? Kann man das sagen? Das über Geld redet man nicht. Ich schon. Du schon? So halbe Kiste. Nein, die Hälfte. Ja. Die Hälfte, 250'000. Ja. Würdest du auch noch so allein eine Praxis führen? Oder ist die Zukunft des Zahnärztin ganz anders? Also, was ich nicht wählen ist allein. Ich finde, das Zweite wäre für mich eigentlich schon das Optimale. Wenn ich mit einer Kollegin oder mit einem Kollegen vom Studium könnte, das irgendwie ja, das Zweite kannst machen. Ich würde es wählen, ein bisschen entspannter, dass ich dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr Freizeit und ein bisschen mehr Zeit fürs Leben habe. Ja. Oder Familie, Freunde, was auch immer. Der Zahnarztberuf ist im Umbruch. Vom alleinbestimmenden Herr Doktor zu der Frauenpraxis im Jobsharing. Außer dem Christoph arbeiten hier nur Frauen. Kaum überraschend, wenn es um die Arbeit der Dentalassistentinnen geht. Aber je länger, je mehr sind Frauen auch beim Abschluss des Zahnarztstudiums in der Mehrheit. Herr Bossert, ja, das bin dürfen Sie bitte mitkommen? Mir steht auch noch eine Art Abschlussprüfung bevor. Ich muss assistieren, und zwar ganz selbstständig. Mit welchem Gefühl kommen Sie einmal zum Zahnarzt? Ja, ich habe immer Freude. Sicher? Ja. Da sind Sie, glaube ich, auch der Einzige, oder? Einer von wenigen. Ja. Ja, ich versuche an und für sich an schwierigen Orten können Spass zu haben. Ah, okay. Also das ist... Und wenn man es beim Zahnarzt kann, dann kann man es nachher wahrscheinlich lieber an. Etwa so. Klingt gut, oder? Und was müssen Sie machen? Ja, man sieht hier unten, sieht die Scherung nicht schön aus. Dann müssen wir einen und den anderen ein bisschen ausbessern. Aha. So wie es mit dem Portemonnaie geht. Ja, es ist an und für sich der teure Frauenbesuch da. Grüezi, Mossart. Wie geht's, wie steht's? Gut, und Ihnen? Wunderbar. Super. Musst du mir sagen, was ich noch alles vergessen habe? Ja, oder was du noch brauchst? Gut, das geht. Du darfst mal hinsitzen, Mona. Gut, das nehmen wir an, da vorne. Okay. Du siehst, er trägt eine Prothese im Oberkiefer. Jawohl, ja. Der ist so verankert auf so einem Goldkäppchen. Ja. Und wenn du das rein tust, dass es etwas besser hebt. Entschuldigung. Aha. Dann klickt das so ein bisschen ein. Ah, wie ein Druckknopf. Genau. Man gewöhnt sich daran. Ja, genau. Ein bisschen locker lassen. Gut, also dann lassen wir los. Dann kommt der Erdschäl. Dann kannst du aber, während das einwirkt, kannst du die zwei vorbereiten. Ja. Einfach schauen, dass du weißt, wo ist das eins und wo ist das zwei. Ja. Ich erkenne es schon. Ab. Okay, gut. Der Ätzschäl, den ich parat mache, raut die Zahnoberfläche auf, damit die Füllung besser hebt. Zum letzten Mal die Füllung härten mit einem speziellen Licht. So, das wäre geschafft. Das ist dann mal nicht. Und was finden Sie? Wie hat das Mona gemacht? Wunderbar. Also, ja, absaugen müssen wir noch hin, aber von dem her. Das wäre auch noch gewesen. Ein, zweimal, wenn ich was versteckt habe. Aber tipptopp, sonst wunderbar. Wahre Freude. Ich habe noch gedacht, also, sie wäre noch schier vertrunken hier auf dem Stuhl vom Zahnarzt. Es hat auch schon gegeben, dass du auf der Seite runtergelaufen bist bei anderen. Also von dem her kein Problem. Tipptopp. Also ich würde sagen, erfüllt, oder? Ja, wer hat sie bloß vertrauen? Boah, sie sind entlassen. Wir haben den Termin. Danke vielmals. Bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Ich muss es abziehen. Herr Bossert, danke vielmals. Gerne. Alles Gute. Und jetzt?
putzen. Und mit dieser gründlichen Reinigung endet meine kurze Karriere als Dentalassistentin. Meine 3 Tage beim Zahnarzt sind vorbei. Ich tue mich verabschieden. Es ist mega cool. Danke vielmals. Gell? Hey, alles Gute. Darf ich dir etwas Kleines mitnehmen? Ja. Oh. Darf ich es nicht zeigen? Also, sicher, sieh. Darfst du es zeigen. Ja, schau mal. Ich habe etwas bekommen mit Zähnen. Ein Schädel von einer Meerkatze, eine Affenart. Auch mit einem so ein dezenten Überbiss. Wie mein. Yes! Danke vielmals. Das freut mich mega. Und dann nehme ich auch noch mit. Gell? Ja, sehr gern. Gehört noch zu deinem Abschlussjob. Eben ja. Ist noch nicht fertig, bis es fertig ist. Danke vielmals. Ciao, danke dir. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Über 40 Jahre habe ich beim Zahnarzt nur die Löchli an der Decke angeschaut. Jetzt kenne ich auch den Blick von der anderen Seite. Und der ist spannender, als ich es je für möglich gehalten hätte.